Sehen Sie, der Kontext des Vers fängt ab Vers 23 an. Es ist, Jesus wandelte in Salomons Halle, in dem Tempel von Jerusalem. Dann kamen die Juden und umringten ihn, sie umzingelten ihn und sagten, wie lange hältst du uns im Zweifel? Wenn du der Christus bist, sag es frei heraus. Ihre Behauptung war, dass er zweideutig spricht und dass er in seiner Behauptung nicht deutlich war. Das ist die Anklage, die falsche Anklage. Weil wir wissen, er sprach nicht zweideutig. Er beanspruchte es, der Christus zu sein und der Messias. Aber die Juden wollten einen Kampf, sie mochten seine Reden nicht. Dass er sie beschimpft als ihr Schlangengezüchtel, ihr unzüchtigen Männer und Frauen, ihr Sklaven der Wollust. Ihr Narren, ihr Schlangen, würdet ihr es gerne hören, dass Menschen euch so beschimpfen? Und die Juden waren keine Menschen, die sowas schnell vergessen. So, sie fanden den Mann alleine, umzingelten ihn, schwingten mit dem Finger in sein Gesicht. Komm, sag es, warum sagst du uns nicht? Sie wollten einen Kampf mit ihm. Deshalb gehen sie alle zu ihm und wollen ihn ordentlich verprügeln. Sie wollen es ihm heimzahlen. Und Jesus sagt, ich hab's euch gesagt, und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich tue, im Namen meines Vaters, diese zeugen von mir. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden nie umkommen. Er sagt, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. 28, Vers 20, Vers 29, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vers 30, ich und mein Vater sind eins. In der Absicht sind wir eins.